Ja, hallo Ingrid. Du bist vom Berliner Schwabenstreich und ihr hattet heute hier am Potsdamer Platz wieder einmal einen Schwabenstreich und habt ordentlich gegen Stuttgart 21 getrillert. Es gibt ja nun vieles Neues in Stuttgart, um Stuttgart 21. Nicht nur, dass die Abrissvorbereitungen für den Südflügel sozusagen beginnen, Absperrarbeiten, Polizei und alles, sondern es wurden wohl in den letzten Wochen auch, fanden auch fragwürdige Baumfällaktionen der Bahn, also teilweise Nacht- und Nebelaktionen, ohne Berücksichtigung irgendwelcher ökologischen und artenschutzrechtlicher Belange. Fanden statt, erst vor kurzem, der massiven Polizeischutz. Und außerdem gibt es jetzt obwohl die neuesten Informationen, dass das Widerstandscamp im Stuttgarter Schlossgarten entgegen allen anderen Meldungen nun doch bis zum Ende Januar den Platz aus den Garten räumen muss. Und es wohl offensichtlich auch eine Gemeindeverfügung gelassen wurde, wohl offensichtlich, die ein Betretungsverbot eines bestimmten Teils des Schlossgartens verfügt. Bis sind die Bauarbeiten abgeschlossen ist. Kannst du mir jetzt ein bisschen was dazu sagen zu dem aktuellen Stand in Stuttgart? Ja, ich möchte jetzt erstmal damit anfangen, dass wir uns entschlossen hatten, nachdem klar war, dass der Südflügel wohl in der nächsten Zeit abgerissen wird. Also sprich, nachdem sie angefangen hatten, den Südflügel abzusperren und die Leute dort wegzutragen, dass wir uns in Berlin entschlossen hatten, doch wieder was zu machen, weil ursprünglich hatten wir uns nach der Volksabstimmung geeinigt, nur noch einmal im Monat und bei entsprechendem Anlass eine Aktion durchzuführen. So. Und dieser Anlass ist jetzt halt bei uns gekommen oder wir denken, dass er gekommen ist und von daher werden wir jetzt wieder wöchentlich Aktionen durchführen. Auch interessant vielleicht für die Leute, die dann gegebenenfalls aus Stuttgart mal in Berlin sind, können sich natürlich dann gerne auf unsere Seite wenden und schauen, was wir machen. Wir haben das auch jetzt erstmal bei dem Mittwochstermin belassen, weil der bei den Leuten schon bekannt ist. So, und wie du schon sagtest, es ist natürlich so, dass in der letzten Zeit sich gerade die Neuigkeiten überschlagen. Wir waren alle relativ entsetzt, dass es jetzt doch so zackig mit dem Südflügel losgeht. Inwieweit er noch wirklich entkernt wird oder nicht, ist mir nicht klar. Ich habe auch Infos, dass der Südflügel schon längst entkernt wäre und dass man sozusagen schon abbrechen könnte. Was mich halt wundert, ist, dass mir Aussagen vorliegen, dass der Südflügel in den nächsten 2 Jahren gar nicht abgerissen werden müsste. Und ich persönlich finde das natürlich sehr schade, weil das ist letzte Bauwerk, diese Architektur der Moderne ist und ich finde das sehr traurig, dass man das einfach hier so zack abreißt, ohne sich zu überlegen, ob es nicht Alternativen geben würde. Das ist das eine. Das andere ist natürlich, dass der Abriss zu dem jetzigen Zeitpunkt meiner Meinung nach und auch vieler Experten gar nicht nötig wäre. Und ich denke einfach, dass die Bahn jetzt hier mal Tabula Rasa machen möchte und klare Zeichen setzt. Und wenn dann alles weg ist, werden sich die Leute schon beruhigen und sie können richtig erst mit ihren Arbeiten loslegen. Das Weitere, was du angesprochen hast, war, dass das Widerstandscamp geräumt werden sollte. Da waren ja im Dezember noch die Infos, dass vor März vermutlich erstmal gar nichts passiert. Und vor 3, 4 Wochen stand, soweit ich mich entsinne, auch in der Zeitung, dass das erstmal bleiben kann. Und erstmal war auch auf einen Zeitraum von 4 bis 8 Wochen angedacht. Eher 8 Wochen, damit hätte ich jetzt auch nicht gerechnet. Aber heute sieht das halt wirklich so aus, dass spätestens Anfang nächste Woche das Camp geräumt wird. Das ist die eine Sache. Und wenn das Camp geräumt wird, dann stellt sich für mich natürlich die Frage, was passiert danach? Es macht ja keinen Sinn, das Camp zu räumen, die Leute aufzubringen und dann passiert nichts. Also gehe ich schwer davon aus, dass dann auch mit den Baumfällarbeiten angefangen wird. So, da ist dann wieder die nächste Frage. Erstens mal nach der Transparenz der Bahn. Ich finde das schon seltsam, dass die gesamten artenschutzrechtlichen Bedenken weder von der DB noch vom EBA in irgendeiner Art und Weise ernst genommen werden. Es leuchtet mir einfach nicht ein, dass man die Bäume abholzen kann, ohne sich wirklich um diese Einwände, die ja begründet sind, zu kümmern. Fledermäuse stehen auf der roten Liste in Deutschland. Und offensichtlich sieht das auch
die Landesregierung, zumindest die Grünen in der Landesregierung so, weil es letztens noch hieß, die artenschutzrechtlichen Bedenken wären nicht ausgeräumt und die Maßnahmen, die die Bahn vorschlägt, würden nicht ausreichen. Also erwarte ich von der Bahn dann, dass sie da nachbessert. Und solche Sachen machen mich dann einfach furchtbar wütend. Aber wie gesagt, ich fürchte, auch hier bemüht sich die Bahn, diese Arbeit so schnell wie möglich hinter sich zu bringen, weil das natürlich alles andere als eine populäre Maßnahme ist. Und meine Theorie ist, dass sich die Bahn denkt, die meisten Leute werden sich dann aus dem Widerstand zurückziehen, wenn der Südflügel weg ist und die Bäume im Schlossgarten auch. Soweit ich jetzt informiert bin, nach meinem ganz aktuellen Stand, hat der Bund heute, also der Bund für Umwelt- und Naturschutz, sowohl artenschutzrechtliche als auch rechtliche Bedenken geltend gemacht gegenüber dem Abriss im Schlossgarten. Und soweit ich auch weiß, ist es 17 Bäume, wo wohl nachweislich Juchtenkäfer drin sein könnten, stehen bleiben müssten. Inwieweit sich die DB daran hält, wage ich A zu bezweifeln und B frage ich mich, wie das technisch überhaupt machbar ist. So, und das ist jetzt so mein aktueller Wissensstand. Ach ja, was mich natürlich auch noch empört ist, obwohl beim Nordbahnhof, beim Abriss des Nordflügels bereits die Tatsache feststand, dass da eine ganze Menge Schwarzarbeiter beschäftigt waren, ist jetzt bei der Entkernung des Südflügels genau das gleiche der Fall. Das heißt, hier wurden auch wieder massig Schwarzarbeiter eingestellt oder Schwarzarbeiter geduldet, was ich dann schon interessant finde, wenn dann auf der anderen Seite immer argumentiert wurde, dass Stuttgart 21 ja der Jobmotor für Baden-Württemberg sein solle. Ja, Bahnchef Grube hatte, ich glaube, letzten Jahr eine Art D-Day angekündigt. Ist ja, man kann quasi sagen, es ist eine Art Kriegserklärung gegen die Stuttgart 21-Gegner. Wenn die Bahn sozusagen die Situation weiter eskaliert, kann man damit rechnen, dass wir wieder Bilder im Fernsehen sehen, in den Medien, wie am 30. September 2010? Also ich bin vielleicht die falsche Ansprechpartnerin diesbezüglich, weil ich das halt eher von Berlin aus beobachte. Nicht, dass ich jetzt gar nicht in Stuttgart unten war, aber halt nur ab und zu. De facto scheint mir es aber so, dass ich glaube, die Leute haben eine Mordswut im Bauch. Und inwieweit sich das dann auswirken wird, bei dem Abriss und bei der Abholzung, kann ich nicht wirklich beurteilen. Ich rechne aber schon mit teilweise ähnlichen Bildern, auch wenn der Polizeichef gesagt hat, es werden keine Wasserwerfer eingesetzt. Und vielleicht zum Schluss, wie wird es weitergehen, glaubst du? Meinst du jetzt generell jetzt mit Stuttgart 21? Also ich hoffe, dass es jetzt doch noch irgendeinen Eilantrag gibt, der Bestand hat, dass der Schlossgarten erstmal so stehen bleibt. Ich finde es aber wahnsinnig schwierig, überhaupt irgendwelche Prognosen abzugeben, weil jeden Tag kommen irgendwelche neue Mitteilungen. Ganz ehrlich muss ich auch sagen, wir haben schon so viele Skandale erlebt und Sachen von Überschreitung des Kostendeckels, falsche Genehmigungen. Die Hälfte ist noch nicht mal planfestgestellt. Insofern finde ich das eh lustig, dass dieses Projekt überhaupt noch existiert. Eigentlich in anderen Bereichen wäre das schon längst eingestampft oder zumindest würde man Schritt für Schritt das abarbeiten und dann erst anfangen mit dem eigentlichen Bauen. Aber jetzt alles abreißen, obwohl man noch nicht mal Genehmigungen hat. Ich meine, ich sehe ja, wie transparent die Bahn arbeitet. Letzten Samstag wurden die Bäume gefällt in der Gegend von der Röhre. Du meinst den Wagenburg-Tunnel? Genau. Auch da gibt es noch keine Planfeststellung dafür. Das ist unglaublich. Die Bäume werden. Es geht jetzt um die Baustelle zum Filtertunnel. Genau, die Baustelle zum Filtertunnel. Da ist noch keine Planfeststellung. Das ist in anderen Punkten auch nicht. Dann fangen die in der Nacht- und Nebelaktion um 0.30 Uhr an, die Bäume abzuholzen. Was mich auch empört hat, ganz nebenbei, ist die Berichterstattung, dass nämlich völlig falsche Bilder in der Presse verwendet wurden, die gar nicht aus Stuttgart stammten. Ja, dann wünsche ich dir viel Erfolg und danke dir fürs Gespräch.